Nun denn, nun denn. Komm doch nicht hoch. Ungewohnt, was wo hoch? Nein, nein, ich meinte Markus. Da hoch. Also irgendwie. Aber die sind teilweise aus. Warum? Weil ihr alle so einen komischen Rand vom Nebel werft. Hä? Ja, eure Charaktere haben also etwas seltsam Rand. Ja, das ist ja alles. Weißt du, ich habe auch kein alles aus in dem Spiel. Oh, die Palme wirft hier auch einen komischen Rand. Mhm. Aber nee, es ist alles an. Bis auf so zu schärfen, das ist so gut so. So einen markierten Rand irgendwie, als ob man es markiert hätte. Ich glaube, das ist einfach nur. Schlechte. Ich gerne als Verteidiger, genau, schlecht abgeschnittene Grafiken. Bei mir habe ich hier gar nichts. Bei mir habe ich das ganz normal. Ohne großen Rahmen oder so. Hm. Wird es der Shader sein, vielleicht? Möglich. Das kann sein, den habe ich mich ganz aus seit Neues, Tim. Seit diesem Spiel hier gerade. Tschüss, ja, ja. Bock, bock. Ja, ganz kurz, ist da hinten noch was aufs abgebrochen? Alter, was ist eigentlich los mit diesen ganzen. Wieso haben die hier ein Windrad, wenn da mittlerweile einfach so viele Sachen fehlen, die außen rum liegen? Nicht witzig. Hä? Aber wenn du hochguckst, oben drauf liegt eine der Stangen, die hier abgebrochen sind. Hier hinten liegt noch eine extra Stange, die auch abgebrochen ist. Zwei. Ja. Boah, ich hoffe, dass es das Windrad gewesen ist. Es wird eher ein anderes gewesen sein. Was egal, wie das ist? Es ist abgebrochen. Das ist eine tropischen Insel, wo sonst nichts ist außer Windräder. Mhm. Eine Lagerhalle, die plötzlich keine Lagerhalle mehr ist, sondern so eine Blumenfabrik. Hep, wollen hier hoch? Nein. Ja. Okay, ready. Was mich jedenfalls. Egal. Ach, die schießen. Die schießen nur in irgendeine Richtung. Die können auch nicht treffen, die Viecher. Da kann mal einer auf den Fokus an. Ich achte gerade auf mein eigenes Fokus. Ich kann mich gerade nur um die Motiere, mehr tue ich gerade nicht. Ich auch. Du hast dem auch was zu haben, wenn du Schaden machst. Also schwer ist es jetzt nicht. Es hat aber Zeitdruck trotzdem. Den dürft ihr erst bauen. Danke. Ich kann jetzt der Zeitdruck nicht arbeiten. Meine Türme werden hier gerade eh nicht gebraucht. Arbeiten, ja, ja. Arbeit, Arbeit. Schwierige Entscheidung. Haben wir so einen Lahmfeldspender. Ich hab gemacht am besten. Haben wir da nicht schon einen? Ja, aber nicht an der Stelle. Okay. Wenn die Stelle ist egal. Es geht einfach nur darum, dass wir mehr von diesen Lahmfeldern haben. Genau. Gut, dann overcharge ich die Arme. Oh ja, das klingt nach einer guten Idee. Wenn der Rest schon komplett geabt ist, was er ist, ja. Wackelköpfe. Ah, wir haben keine fliegen Dingsviecher. Ich geh auf die Wackelköpfe, ne? Weil ich geh auf die Schwämme. Ich bin der Einzige, der die Wackelköpfe anscheinend halbwegs hinkriegt und das mache ich trotzdem nicht gut. Ja, ich im Endeffekt auch. Ich stehe. Langsam.
das geil, wenn Wacken kommt und slow ist. Wieso? Wenn den dann viel besser treffen kann. Mein 3 oder 4 von den Wackelköpfen hab ich ja gerade eben gekillt. Jo, ich auch nochmal einen. 2. Ja, es waren, sagen wir so, wenn es. Ich glaube, es waren 6 Stück, wenn ich 3 gekillt hab. Eher einen oder so, keine Ahnung. So, da kommen wieder 2 Mutanten raus, da kommen die 20 Viecher für sich raus und da hinten nochmal 3 Heiler. Mutanten und Heiler sind weit genug voneinander entfernt, dass man sie ja auseinanderbringen kann, das ist okay. Plattformen hätte man noch auf Boarding noch danken. Die haben einfach 7 Plattformen noch, die ich nicht verwenden will. Yep, ich merk's. Die ich nicht verwenden kann. Warum? Hier? Ja, gut. Perfekt. Ich auch. Beabsichtigt. Lass einfach mal, gib einfach Markus ein paar davon an. Genauso. Du kannst alles haben. Dass du mal auf Grobby hörst. Das war eine intelligente Anmerkung, die er gemacht hat. Da höre ich generell drauf. Ich glaube, er charge die Amp auch mal so ein bisschen, ne? Also wie wir. Das Problem ist mit dem ganzen Glitzerkram, der außen rum schwebt. Ist halt auch selber dann geslowt. Das finde ich echt ein bisschen mies. Lässt sich nämlich schwerer gescheit dann kämpfen. Das stimmt. Ja, solange du hier auf den Blöcken und Türmen bleibst, sollte es aber eigentlich gehen. Weil ich glaube, der hier liegt ein bisschen zu nah dran. Das muss besser sein. So, jetzt gibt's glaube ich eine freie Fläche noch. Wo man noch einen Turm hinsetzen kann, das mal kurz rumsehen. Das scheint mir wirklich der Fall zu sein, dass es nicht mehr Plätze gibt, ja. Okay. Und es gibt dazu noch einfach 3 Runden, in denen wir Türme kriegen. Was denken die sich eigentlich? Das ist auf Singleplayer ausgelegt. Ja, da kriegt man aber auch. Die werden aufgeteilt, die Sachen hier. Denke ich auch. Du kriegst den Multiplayer nicht doppelt so viel. Ich gehe wieder mutiere. Dann helfe ich ihm dabei. Dann gehe ich auf die Heiler. I'm ready. Oh, fliegende Spucker. Ah, cheers. Wo kann man die Eichen dann nicht runterkicken? Magic. Hat so lange die Materialchen so ein bisschen auf, wie du merkst. Jo, das ist nicht schlecht. Komm jetzt, hau in den Arsch da rein. Bam. Ui, da sind ganz schön viele. Und diesen einen. Ja. Gewesen. Wir haben wieder Türme bekommen. Unsere Aussage einfach. Ja. Meine Aussage gerade einfach. Jetzt hau in den Arsch da rein! So. Ja, hier gibt. Doch, hier gibt's noch eine. Boah. Das war der einzige, den ich gesehen hatte. Den anderen da oben hatte ich gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Immer das ist der einzige, der wieder Plattform hat. Jaha. Der jetzt auch horden wird. Jaha. Und jetzt geht's wieder ans Overchargen. Mal wieder. Was? Nein. Was? Ich hab nichts gemacht, absolut gar nichts. Was hast du gemacht? Ich habe mich einfach aus Aufnahmeprogramm gesehen, um zu sehen, wie lange wir schon aufgenommen haben. Um dann anschließen zu können, wie lange wir noch aufnehmen werden. Wie haben wir denn schon aufgenommen? 9 Minuten. Was? So viel? Demon? Seitdem ich geschnitten habe, meine ich. Also insgesamt knapp 40. Okay. Wackelköpfe plus. Das klingt toll. Aber sagen wir so, also wenn man mir irgendwie so 5 Meter lässt und nur einen Wackelkopf, die kriege ich auch kaputt nach einer Weile. Also ich habe gelernt, das habe ich jetzt zum ersten Mal wirklich hingekriegt, wenn ich irgendwie so einen Meter hinter denen gehe, dann kriege ich die unglaublich gut.
Komm, die kriegen wir, oder? Ich würde das noch overchargen, bitte, an deiner Stelle. Oh. Ich ist einfach schon wieder auf 114. Jo. Also, die Wackelköpfe sind uns gerade wichtiger, oder die... Mutierer, damit die ja nicht die Wackelköpfe machen. Zu spät, glaube ich. Ach, da muss ich was down. Wieso rennen die Mutierer jetzt nicht vor? Weil die immer irgendwen mutieren lassen wollen. Ah, ja. Oder laufen die dahin, wo die gerade uns mutieren sehen. Oh Gott, fuck, das ist los. Ja, weil es hier vier Mutierer rauskam. Kann ich nicht alle selbst. Ach, jetzt weiß ich schon, warum es so einfach ist, dass ich für mich Wackelköpfe zu treffen. Ich habe die Schüsse, die meine Gegner auch verlangsamen bei Treffer. Ah, klar werden die Wackelköpfe dadurch auch langsam. Treffer aber jetzt auch cool, oder? Weil die auch da durchrennen. Und dann. Bam! Okay, überhaupt plus plus gewesen. Ach, ging aber eigentlich recht sehr gut, wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Und Overcharge! Was, das macht momentan am meisten Sinn, einfach. Ja. 120, 135. Upgraden könnte, war gut. Komm, die 200 schaffen wir noch. Einfach nur die Tatsache, einfach ist. Jeder von diesen Türmen hier ausnimmt, ist 250%-fachen Schaden, wenn jo. Ich das richtig interpretiere. Jo, sollte. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch so krass. Tja. Mal gucken, da kommen 3 Mutierer raus, da kommen 4 Mutierer raus und da kommen 6 Schweber. Ich gehe wieder zu den Wackelköpfen mit Mutierern. Dann komm ich wieder, wie ich hier. Dann geh ich auf die Schweber. Good to go. Weil die ja direkt dahin fliegen werden. Jo. Mach eher am wenigsten Schaden bei euch, also kann ich auch die Schweber versuchen abzuhalten. They're on that way. Alter! Was denn? Da waren plötzlich die ganzen Läufer schon neben mir geschlagen. Ja, diese Scheiße mit mir. Okay. Was ist mit? Mutiere, hat er gesagt. Mutiere. Dann wir kamen noch. Ja, Alter, was schießt denn? Ja, doch, kann man sein, dass wir so 240% Schaden machen. Boah, es ist schön, Wackelköpfe so langsam zu sehen. Ja. Da treffe ich die sogar. Ich hab meinen ja sogar langsam gehalten. Und ich bin einfach dreimal gestorben in der Runde jetzt. Phoenix, das zahlt sich schon aus. Noch mehr überladen. Ja. Ich geh mal zu der Fliegespucke. 175 klingt doch schon mal gut. Boah. Da kommen Spucker raus, da kommen da Viecher raus, da kommen. Wenn er sich jetzt in die Spucker und um die Flieger kümmern will, dann gehe ich auf die Heile.
Gut, dann gehe ich mal in den Flieger. I'm ready. Warte mal, haben wir Mutiere? Ne, wir haben nicht mal Mutiere. Ganz leicht. Also, Mutiere zumindest. Incoming. Ja gut, es kommen 40 von diesen Läufern. Das ist aber nicht so schlimm. Also ich weiß nicht mal, wovon ich getroffen wurde. Ich wurde in die Luft gesteuert und in der Luft erschien. Oh. Was? Hört auf. Okay. Jo, das läuft gut. Ja. Gut würde ich das jetzt nicht nennen. Ist schon anders. Na, halt ihr mal alle bei dir, dann kann ich mir gleich was reinkommen. Wir wollen es da. Hier in diesem Gang kriegen wir einfach alle ab. Sieg. Das ging schnell. In diesem Gang ließen die sich richtig schön dezimieren. Okay, 17. 17. Yo. Verzehrende Wut. Boah, das wäre für dich gut. Ja. Kernturmsynergie, aha. Wow. Diese Kernturmsynergie ist eigentlich schlecht für uns. Ja. Aber es ist die letzte Welle, ist doch auch egal. Aber verlorenen Kern, also 0,6 mal 40, wie viel ist das? Nicht viel. Eben.